Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft hier in unserer gemütlichen Runde mit dem Mr. Sick hier. Moinsen. Und mit dem Ricky. Jo, und moin. Ja, und wir sind immer noch in unserem Projekt Unterirdische Stadt. Ja, das Essenproblem ist eigentlich schon, könnte man sagen, eigentlich so gut wie geklärt. Ich bin immer noch hier dabei, hier ein bisschen Scheune zu bauen, wo wir dann die Schweine reintun. Der gute Ricky ist eigentlich dabei, immer mehr Feld noch zu machen. Wir haben ja irgendwie die letzten Folgen da was gefunden. Hier so ein kleines Dorf nebenan, wo die ja auch anbauen. So NPCs. Mhm. Und da haben wir noch Karotten gefunden und Kartoffeln. Wir haben jetzt eine Eierfabrik. Wir haben Schafe. Wir haben Weizen. Also eigentlich alles ziemlich nice. Jo, und wenn wir noch 20 Eisen mal übrig haben, dann haben wir so gut wie unsere Hühnergrillstation zum Goldbräuler. Ach, könnte man dann auch mal in Angriff nehmen. Das reicht dann? Ich habe hier in der Kiste gesehen, der Mr. Sick hat ja schon 57 Redstone besorgt. Was, wirklich? 57 Redstone? Ja. Tatsächlich. Klingt gerade wie so bei so einem Verkäufergespräch auf dem Teleshop. Ja, nein, fleißig. Wirklich, für nur 189 Euro kriegen Sie diesen Stein. Nee, aber das ist doch wirklich mal realistisch, dass wir dann wirklich bald mal anfangen können, unsere WG zu bauen. Also praktisch die ersten Grundsteine für unsere Stadt. Wo wir übrigens noch überhaupt keinen Namen haben. Wird schon wieder dunkel, ich gehe mal ins Bett. Ja, gute Idee. Ach, war's schon. Ach, ist schon. Du kannst nur nachts schlafen. Ja. Gut, ich brauche ein bisschen Fichtenholz. Ja, dann müssen wir mal Fichten. Ich brauche auch noch Fichtenholz. Hier vorne steht direkt eine, die mach ich mal nieder. Weil ich bin immer noch dabei, halt das Dach noch zu bauen. Der Rest, den haben wir schon getan. Ist schon fertig, damit wir halt dann die Schweinereien, gehen wir mal zusammen los. Schweinereien machen können. Da würde ich sagen, dass wir da wieder zusammen losgehen, dass wir möglichst viele Schweine mit den Karotten anlocken können. Und ich denke, dass, wenn das getan ist, eigentlich, da können wir anfangen, oder? Und Kühe? Können wir später noch kommen, meinst du? Denke ich. Es geht ja nur prinzipiell erstmal nur ums Futter. Guck mal, wie schön das... Ist ja geil hier mit dem ganzen Weizen, wie das... Wenn ich da zurückdenke an Anfang, wie das... Wo das auch noch war diese, mal zwischendurch sehr knapp, ne? Wo das auch riesig nur mit alles noch Berg war bis hier ran. Mhm. Und ziemlich nice. Schön anders aus. Thomas, anders. Gottes Willen. Eier. Komm mal her, du alter Schafshirte, ich will mal ein Foto von dir machen. Oh, very nice. Sehr schön. Ach ja. Ja, oder? Da können wir ja bald anfangen, freue mich. Wie gesagt, und so, und M, und was nicht immer alles. Ich brauche trotzdem erstmal Fichtenholz, weil mir ist ein kleines Malheur passiert. Müssen wir aber nicht weiter ausbreiten jetzt. Steh zu deinem Fehler. Nee. Ach, scheiße, ich habe hier nicht mal Holzdingensbummens. Oh, Werkzeug und so. Ach, da lobe ich mir den Creative Mode. Puh, ich mache eine Kiste dann auch mit Sonstiges. Das ist gut. Hast du gerade noch was dabei? Was brauchst denn du? Na, ich will hier ein bisschen Bäume fällen und so. Und ich habe aber halt nur Schwert und so weiter. Eine angefangene Axt habe ich noch. Ja, danke. Hauptsache ein bisschen Fichte. Fichte. Welcher Baum wird das Dach von dem ist? Ach, alles Fichte, ja. Ah, wie ist ja. Es sind ein paar Fichtenbäume am Start. Very nice. Also in die Kiste Sonstiges, dann tue ich so, also Knochen und Spinnfäden und Pfeile und so ein Blödsinn und halt Waffen. Irgendwie so eine Sachen, ne? Ja. Definitiv. Also Felle und bla, was man halt früher oder später irgendwann mal gebrauchen könnte. Sag mal, Siki. Ja. Was benutzt du eigentlich gerade für ein Texturenpaket? Das Specs. Immer noch. Das meinst du, ist in Ordnung. Willst du mir jetzt gerade irgendwas ankreiden? Nö. Na dann. Ja. Was hast du eigentlich drauf,
Ricky? Ich bin im Chroma Hills unterwegs. Immer noch, ja, sehr gut. Ja, Leute da draußen, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so nutzt, beziehungsweise was noch sehenswert ist. Genau. Was wir vielleicht auch mal nutzen könnten, weil ich muss ehrlich sagen, es gibt ja immer so ein paar diverse Texture Packs, die ich halt bevorzuge, die ich geil finde. Aber man lernt ja nie aus und es gibt ja so viele Texture Packs für Minecraft. Da ist bestimmt das eine oder andere noch dabei, was sich definitiv mal lohnt, anzuspielen einfach. Auf jeden Fall. Genau, das, also ich bin nicht festgelegt irgendwie auf dieses, was ich jetzt zocke. Aber ich habe halt gesagt, dass ich ja ein bisschen die Balance halten will zwischen den Sachen, die die Jungs halt nutzen und das, was ich halt gerne benutze. Und ich werde auch in der nächsten Session sozusagen, den nächsten nach den vier Folgen wieder umwechseln auf das andere. Aber ich wäre halt auch offen für andere Sachen. Einfach Sachen, Fall. Wie der Faxer schon sagt, die sich halt mal lohnt, so, die man sehen sollte. Ja. Wir müssen unbedingt, das ist eigentlich auch noch so ein Ding, ihr Lieben, wir müssen eigentlich doch unbedingt dann, bevor wir richtig anfangen, hier die Stadt zu bauen, unbedingt noch ein Netherportal bauen. Ja. Wir brauchen nämlich auch Netherquarz für unsere Hühnerbraterei. Ach so, naja, das ist umso mehr. Ich habe jetzt eher dran gedacht. Schilder sind alle Nether, da. Holz, Erde, Stein, Kies, Erze, Seeds und Blumen und sonstiges. Fällt euch spontan jetzt noch irgendwas ein? Eine Essenskiste könnten wir noch machen, ne? Essenskiste, ja. Kühlschrank. Ja, wollten wir nicht auch noch ein richtiges Lager bauen dann? Na, du baust das jetzt schon da so. Es ist erstmal direkt nur provisorisch halt, damit wir halt einfach von Anfang an was so ein System haben, womit wir sortieren können. Und ja. Na, provisorisch. Putzen. Falls sich irgendeiner mal wundert, warum ich eigentlich die ganze Zeit so futzen und tapsen und was Gott das so sage. Es liegt tatsächlich daran, dass es einen, habe ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Einen Counter-Strike-Spieler gibt, der Tapsen heißt. Ja, hast du erzählt. Aber ich weiß nicht, welchen Let's Play. Und Tapsen ist einer meiner Lieblings-Counter-Strike-Spieler überhaupt. Ist einer, der aus Polen kommt, aber für Deutschland spielt. Und Tapsen halt. Und der macht halt, setzt halt für alles Tapsen. Er sagt immer, heißen, tapsen, moinsen. So eine Sachen halt. Und ja, das habe ich mir irgendwie ein bisschen angewöhnt. Oh, ich habe noch zwei Eier, die ich mal reinwerfe. Drei Eier habe ich sogar. Wow, Mensch. Wow. So, ich gehe ins Dach. Kein Huhn draus geworden? Nee. Das war jetzt mal interessant, Alter. Rick. Warten? Dach bauen im normalen Modus. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Interessant. Oh, das ist ja nervig. Geil. Ja, den Berg, den müssen wir da hinten definitiv noch abtragen dann. Sonst bringt das auf jeden Fall keine Punkte. Aber wir haben ja noch Zeit. Juppa. Bin sowieso mal gespannt, wie lange das ganze Let's Play geht von Minecraft. Ja, so bis Folge 20. Da haben wir nicht mal angefangen. Also obwohl man ja sagen muss, das zählt ja jetzt, das ist zwar nicht jetzt Stadt, aber es zählt. Zählt ja mit zur Stadt. Zum Land. Ne? Ja. Also interessant finde ich, dass Mr. Six sagt, es wird bis Folge 20 gehen und das Ganze sagt er in der Folge 21. Ja. Okay. So, Lele. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie Erze braucht man halt und ich würde sagen, ich gehe jetzt unter Tage irgendwie und hole Erze. Naja, soll ich hier draußen die ganze Zeit rumpimmeln und euch zugucken halt irgendwie? Also das das brauchen wir schon, da hast du recht. Ja. Ja, dann bauen wir unseren Shit hier fertig und du baust noch ein bisschen was ab, das ist gut. Ich achte dann natürlich darauf, dass ich jetzt nicht drei Folgen da unten bin, also ich hab das schon ein bisschen im Blick, aber hab bitte auch Verständnis dafür, dass wir das halt brauchen. Sag mal, Fexer. Mhm.
Hattest du eigentlich noch irgendwo Cobblestairs? Cobblestairs? Ja, Treppen. Ja, habe ich gerade 11 bei auf der Tasche. Brauchst du die? Gib mal her. Danke. Das ist wirklich schwierig. Wirst du schon hinkriegen? Na klar, ist halt mit mehr Aufwand verbunden. Ja, genau. Was ich sagen wollte ist, genau, da machen wir unsere, mache ich das, ja, genau. Ja, genau. Da holen wir noch das Schweinchen dann zusammen. Wie? Da haben wir echt genug hier, glaube ich. Und dann können wir wirklich mal anfangen. Wer hätte es gedacht bei Minecraft? Wir können dann anfangen zu bauen. Wir bauen ja schon die ganze Zeit. Aber nicht an der Stadt. Ja, doch, indirekt eigentlich schon. Indirekt. Hier die Nahrungsversorgung für die Stadt. Krise. 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 Krise, bitte. Tja, soll ich einfach mal Strip minen? Ja, kannst du mal strippen, meiner, genau. Ich mache das jetzt einfach mal hier hinten. Wisst ihr denn eigentlich, auf was für eine Höhe, welche Erze erscheinen? Also es gab früher immer die Regel, dass zum Beispiel Diamant ja zwischen, ich glaube, 12 und 15 über Bedrock ist. Okay. Aber ich habe letztens zwischen dem Bedrock Diamanten gefunden. Das sind ja so mehrere Schichten Bedrock, wo du immer so ein bisschen dazwischen fingern kannst, auf Deutsch gesagt. Vier Schichten sind es, glaube ich. Also auf vier Stufen gibt es den Bedrock. Und da dazwischen war immer mal Diamant versteckt. Also ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der 1.8 halt erst kam oder ob das vorher schon mal geändert wurde. Ich habe ja, wie gesagt, eine ganze Weile kein Minecraft gezockt zwischendurch. Was? Ja. Kommt Ja, vor. ist Ja. richtig. Man traut sich es kaum auszusprechen. Kommt halt vor. Ja, und wenn ich jetzt auf der Suche nach Diamant wäre, dann würde ich bis zum Bedrock runtergehen und zwischen dem Bedrock rumpuppeln, auf Deutsch gesagt. Ja gut, was haltet ihr denn eigentlich von dem Thema Strip Mining? Also, findet ihr das Ja, doof oder sagt ihr na, euch, was naja? heißt doof? Es gibt halt Leute, die spielen das lieber so, dass man wirklich die sucht in Höhlen und die nur mitnimmt, die Rohstoffe nur mitnimmt, wenn du sie wirklich an der Höhlenwand siehst. Aber ich sag mal, was spricht denn dagegen, Strip Mining zu betreiben? Weil es ist im Prinzip ja das Minen an sich und es das heißt nun mal Minecraft, also Minecraft, Ja, wo es ja gibst du ums mir mal noch ein Minen machen paar, geht. paar Brötchen? Ja. Na, nimm sie doch mal auf. Danke. Ja, gut, Wer drüben okay, jetzt nochmal Feld machen? ich wollte es nur geklärt haben, weil dann würde ich das nämlich jetzt machen. Nicht, dass es dann hinterher heißt, ne. Hätte ich mal nicht machen Na, sollen hier. was hält denn die Community davon? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich persönlich habe zum Beispiel nichts dagegen. Also ich teile da genau deine Ansicht halt. Das heißt halt Minecraft und das heißt halt auch, dass man ein bisschen in die Tiefe gehen muss. Und ja. Ich meine, es ist ja kein Cheaten oder so. Das wird Ja, ja bei eben. manchen ist das ja verhasst wie Cheaten. Verstehe ich gar nicht, weil cheatet ja nicht. Ja, eben, es ist eigentlich Man kein mint Cheat. ja. Genau. Halt Bergbau. No? Warum sollte man das nicht mit System angehen? Ich brauche unbedingt noch Fichtenholzbäume. Habt ihr eine Ahnung, ob hier noch irgendwo einer rumsteht? Na, Oder zu. zwischen Schafstall und Schweinestall war ja hinten immer noch was. Ja, das ist schon weg. Ach so. Das Dach braucht doch mehr, als ich dachte. Und hier ist überall nur Birke. Also nur. Also ich hoffe halt, dass wir noch irgendwo Setzlinge dann haben, dass wir wieder Fichten pflanzen können. Dann musst du welche pflanzen. Habe ich auch schon gemacht, aber die brauchen ja doch dann ein Stück. Ja, das dauert eine Weile. Du kannst aber Creeper! auch Knochen nehmen, ne? Und mit Bohnenmehl halt.